Schnell! Schnell! Erster Verzauberer! Champion! Dem Erbauer sei Dank, ihr habt überlebt! Wir müssen... Da seid ihr also. Lasst uns reden, Meredith! Bevor diese Schlacht die Stadt vernichtet, die ihr angeblich beschützen wollt! Ich werde eure Kapitulation in Betracht ziehen, mehr nicht. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sprecht. Widerruft das Recht der Auflösung, Meredith, bevor das alles hier zu weit geht. Sperrt uns ein, wenn es sein muss. Durchsucht den Turm. Ich werde euch sogar dabei helfen. Aber tötet uns nicht für etwas, das wir nicht getan haben. Die oberste Klerikerin ist tot und der Täter war ein Magier. Die Leute werden nach Vergeltung verlangen und ich werde sie ihnen geben. Euer Angebot ehrt euch, Orsino. Aber es kommt zu spät. Wir können das hier noch immer verhindern, bevor ihr beide Kirkwall auseinanderreißt. Ihr habt sie gehört. Sie wollte schon die ganze Zeit, dass es dazu kommt. Ihr wisst, dass ihr nicht auf einen Sieg hoffen könnt. Ich dachte, die Freiheit von Sklaverei würde euch etwas bedeuten. Das tut sie. Und aus diesem Grund bekämpfe ich das, was diese Magier zu werden hoffen. Und was ist mit mir? Willst du wirklich gegen deinen eigenen Bruder kämpfen? Du bist der Templer, sag du es mir. Nein, das will ich nicht. Ich... Serkava, ich hoffe, ihr wisst noch, was unsere Aufgabe ist. Ich... Ja, Kommandant. Ich hätte vermutlich nichts anderes von euch erwarten dürfen, Champion. So sei es. Ihr werdet das Schicksal des Zirkels teilen. Also, was geschieht nun, Meredith? Werden wir hier kämpfen? Geht und bereitet eure Leute vor. Der Rest des Ordens durchquert bereits den Hafen. Es ist noch nicht vorbei. Mir zu, meine Freunde. Die Templer werden kommen. Und trotz all unserer Macht können wir eine solche Armee nicht besiegen. Es gibt für uns alle nur ein Ziel. Überleben. Beugt euch nicht. Fallt nicht vor ihnen auf die Knie. Ihr müsst aus Kirkwall entkommen und die anderen Zirkel über das Geschehene informieren. Das hier darf nicht unbestraft bleiben. Streiter vor Champion und sprecht anschließend wieder mit mir. Wenn wir eine Chance haben, dies zu überleben, dann nur mit eurer Hilfe. Seid ihr nervös, Hawk? Ich weiß, dass wir es tun müssen, aber ich möchte niemanden verlieren. Aber was wäre das für ein Abgang? Ein heldenhaftes Opfer zum Wohle Kirkwalls. Wisst ihr, es gibt wahrlich schlimmere Enden. Ihr kennt mich, Hawk. Ich bin nicht der Typ für lange Abschiede. Ich bin mir nicht sicher, warum wir das hier tun sollten. Warum wir gefährlichen Leuten helfen, Amok zu laufen. Aber ich stehe zu euch. Was auch immer mich erwarten mag, es ist schön, euch dabei an meiner Seite zu haben. Es war mir eine Ehre, Hawk. Was sagt ihr? Wollen wir dieser ganzen Warterei ein Ende machen und unsere Verabredung mit dem Schicksal wahrnehmen? Ich habe das Gefühl, ich hätte etwas vergessen. Als ob es noch mehr zu tun gäbe. Oder kommt euch das alles auch wie ein Traum vor? Ich kann nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Ihr bringt uns schon heil aus der Sache raus. Das tut ihr immer. Hawk, bevor wir sterben, ich... Meryl, was auch immer geschieht, ich bin stolz, euch gekannt zu haben.
Ihr müsst nicht hier sein, wenn ihr nicht wollt. Glaubt mir, wenn ich hier nicht sein wollte, wäre ich es auch nicht. Euer Leben wäre deutlich leichter gewesen, wenn ihr mich einfach aus ihm ausgeschlossen hättet. Aber ihr habt zu mir gestanden. Selbst nachdem ich euch verraten hatte, habt ihr den Kunari für mich die Stirn geboten und gegen ihren Arishok gekämpft. Ihr seid zurückgekommen, um mir zu helfen. Euch vor dem Arishok zu beschützen, war das Mindeste, was ich tun konnte. Und ihr solltet nicht denken, dass ich euch dafür nicht dankbar bin. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt vertrauenserweckend bin, aber ich schwöre, diesmal werde ich zu euch stehen. Wenn ihr euch fragen solltet, wo ich bin, findet ihr mich kämpfend an eurer Seite. Warum musste das geschehen? Hauptmann? Nicht mehr lange, wenn die Sache schief geht. Was für ein Chaos. Ihr setzt unsere Loyalität einer wahrhaft schweren Probe aus, wisst ihr das? Dornig lässt die Wache die Zivilisten beschützen. Meredith erhält von der Seite keine Unterstützung. Mit etwas Glück? Nun sagen wir einfach, dass wir etwas Glück brauchen. Ich wollte nie euer Leben derart in Unordnung bringen. Ich nehme an, das passiert einfach, wenn man mit euch befreundet ist. Hawk? Es ist es wert. Lasst uns ein paar Schädel einschlagen, wie in den guten alten Tagen. Ich hätte euch vertrauen sollen. Trotz allem, was wir geteilt haben, hätte ich nie gedacht, dass ihr mein Leben verschonen würdet. Wenn wir das hier überleben, werde ich ein Gejagter sein. Das ist euch doch bewusst, oder? Niemand in ganz Kirkwall wird mir gegenüber Barmherzigkeit zeigen. Falls ihr aber bei mir bleiben würdet, wäre ich lieber mit euch auf der Flucht als mit jedem anderen in Sicherheit. Wir werden zusammen sein, im Kampf ebenso wie auf der Flucht. Wir werden für eine Welt kämpfen, in der unsere Kinder als Magier geboren werden und dennoch frei sein können. In 10 oder in 100 Jahren wird jemand wie ich jemanden wie euch lieben. Und es wird keine Templer geben, die sie auseinanderreißen. Möge uns der Erbauer den Sieg schenken, sonst war alles andere bedeutungslos.